der Stream. Das Einzige, was mich damals geärgert hat, Friedrich Nowotny wollte mir nicht. Sekunden. Ja. Fünfzehn Sekunden Silvester. Fünf Sekunden, 3, 2, 1, Ton ist an. Und es geht los. Toi, toi, toi. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Livestream, dem zweiten Livestream hier aus der Kapelle des Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof. Ja, alles live. Wir sind ein bisschen aufgeregt wieder, obwohl wir das letzte Woche schon mal gemacht haben. Aber es ist ja immer aufregend, das live zu machen. Unsere Veranstaltung, ja, die Affäre Kießling, hier als Gast begrüße ich sehr herzlich Herrn Dr. Heiner Möllers, der für uns hier zur Verfügung steht, aus seinem Buch, was letztes Jahr erschienen ist, zu lesen. Heiner Möllers ist Historiker und Soldat bei der Bundeswehr. Er ist tätig im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr seit 2008. Er stammt aus dem Münsterland, ist also gebürtiger Westfale, hat studiert in Münster und Freiburg und sein Arbeitsgebiet ist die Geschichte der Bundeswehr und deren politische und mediale Wahrnehmung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Möllers, hier bei uns in der Kapelle des Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof. Ja, Kießling. Der General Kießling, ich kann mich noch gut erinnern, das war Anfang der 80er Jahre, Kohl war gerade Bundeskanzler geworden und dann gab es diesen Skandal, der über Monate ja, die Republik erschütterte und wir dachten, vielleicht ist dieser Kohl, den wir gar nicht so gern hatten damals, vielleicht fegt das alle hinweg. Das war die Affäre Kießling damals. Dann ist das in Vergessenheit geraten. Und ja, vor einiger Zeit, Ende letzten Jahres, haben mich die Kollegen hier auf dem Kirchhof angesprochen und gesagt, weißt du, hier bei uns liegt ein ganz bedeutsamer General. Und dachte ich natürlich, ja klar, preußische Generäle liegen hier massenweise. Nein, General der Bundeswehr, General Kießling. Und dann dachte ich, das ist ja großartig, ich habe das recherchiert. Und ja, dann war es eben der glückliche Umstand, dass Dr. Möllers eben Ende oder im letzten Jahr ein Buch über diese Affäre herausgebracht hat, ja, wo eben alles nochmal kompakt zusammengestellt wird. Das ist total spannend. Es ist wirklich eine Räuberpistole. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, wie damals auch die Verantwortlichen damit umgegangen sind. Und ich bin sehr froh, dass wir heute diese Lesung hier haben und möchte zunächst einmal Dr. Möllers fragen, wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Als die Affäre lief, war ich kurz vorm Abitur. Da habe ich von dem Ganzen eigentlich nicht so viel mitbekommen. Aber 5 Jahre später, genau am 1. Februar 1989, bin ich morgens mit dem Auto von Senden nach Münster zur Uni gefahren. Und da kam um kurz nach 9 von Klaus-Jürgen Haller ein WDR2-Zeitzeichen. Und er hat in einer Viertelstunde diese Affäre nochmal auf den Punkt gebracht, mit einigen markanten O-Tönen. Und seitdem hat mich das Thema immer ein wenig begleitet. Ein paar Jahre später in Freiburg meinte ein Bibliothekar an der Ausleihe, Herr Möllers, Sie waren ja bei der Bundeswehr, die Memoiren von dem Kießling sind auf dem Markt. Die sollten sich mal durchlesen. Dann war ich so, gut, dann muss ich mir den mal suchen und bestellen. Ein Griff unter die Theke und der liebe westfälische Landsmann Wolfgang Horstmann hatte das Ding dann für mich schon griffbereit. Wieder ein paar Jahre später in Fürstenfeldbruck an der Offiziersschule Luftwaffe drückte mir der Bibliothekar dann mal eine Dokumentation des Bundestages in die Hand, die er über hatte, in der sozusagen die wesentlichen Facts niedergelegt worden sind. Und als ich nach Potsdam kam, hat dann auch noch der damalige Pressesprecher vom Minister Wörner, Jürgen Reichert, ein Buch auf den Markt gebracht, das das Ganze aus der Sicht des Ministeriumssprechers darstellte. Und wenn man die Memoiren gelesen und die Dokumentation durch hatte, dann musste man eigentlich mit dem Kopf schütteln. Und dann gab es ein Aha-Erlebnis, dass nämlich in einer Lagerhalle, für die ich Schlüsselgewalt bekam, Zeitungsartikel liegen sollen aus dem Pressestab des Ministeriums. Die hat mal irgendwann jemand sichergestellt. Das habe ich mir angesehen. Überall Hängemappen, teilweise schon ein bisschen gammelig. Und mittendrin in einem Rollregal standen Leitsordner zur Affäre Kießling, die ja nun Pi mal Daumen 4 Wochen dauerte. Aber das waren 11 Leitsordner. Und da habe ich gedacht, da musste mal irgendwann was mitmachen. Und siehe da, irgendwann ergab sich dann auch die Zeit, die mal quer zu lesen, durchzugucken und festzustellen, dass diese Affäre wirklich mehr ist als nur so ein punktuelles Ereignis um einen General, sondern diese ganzen Mechanismen von politischer und medialer Kontrolle in unserer Republik wunderbar darstellt. Ja, wir werden gleich hören aus dem Buch, was Sie geschrieben haben. Es ist wirklich sehr spannend und lesenswert. Natürlich hatten wir diese Veranstaltung als, ja, Live-Veranstaltung, als wirkliche Live-Veranstaltung mit Menschen und Publikum gedacht, geplant. Sie wissen, das ist leider nicht möglich, aber wir hatten eingeladen, und da hatte ich mich auch eigentlich sehr gefreut drüber, auch Vertreter und Vertreterinnen des Arbeitskreises homosexueller Angehöriger der Bundeswehr, um einfach diese Situation, also was das eigentlich damals bedeutete, Homosexualität und Bundeswehr, und was vielleicht auch die Affäre bewirkt hat, und wie die aktuelle Situation ist von Homosexuellen in der Bundeswehr. Das hätten wir gerne alles besprochen. Das ist jetzt nicht möglich. Wir haben es einfach wirklich reduziert auf diese Lesung. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden diese Veranstaltung, wenn es möglich ist, gerne nachholen. Ja, jetzt würde ich gerne Dr. Möllers das Wort geben, um aus seinem Buch vorzulesen. Gut, und vielleicht muss man eins noch mal kurz vorweg schicken. Der General Dr. Günther Kießling ist 25 geboren und hat in der Bundeswehr eigentlich eine blitzsaubere Bilderbuchkarriere gemacht. Und 1980 ist er 54, 55 Jahre alt, ist Befehlshaber der Landstreitkräfte nördlich der Elbe. Und es stellt sich dann die Frage, was mit ihm dann nach Auslaufen dieser Verwendung auf einem deutsch-dänischen Rotationsdienstposten stattfindet, den er also nach einer Vereinbarung beider Staaten ein Jahr später, zum 1.4.1982, an einen Dänen übergeben muss. Und einen 56-jährigen General kann man natürlich nach Hause schicken, auch wenn er selber möchte. Aber es ergab sich die Möglichkeit, dass er 1982 einer der beiden Stellvertreter des alliierten Oberbefehlshabers Europa, den nennt man Sakeur, wird, weil dieser Dienstposten zum 1.4.82 frei wird. Sowas bedingt dann immer ein wenig personalplanerische Vorarbeit. Und irgendwann kommt dann der Punkt, in dem die Bundesrepublik dann gegenüber der NATO sagt, wir möchten gerne diesen General dorthin bringen. In diesem Falle ist das allerdings anders. Und ich komme jetzt mal zu der ersten Stelle. Als am 31. März 1981 der Weltkrieg erfahrene Major AD und Wehrexperte der FAZ, Adelbert Weinstein, das Geheimnis lüftete, dass Generalleutnant Dr. Günther Kießling ein Jahr später der künftige deutsche Sakeur würde, wenn die NATO zustimmt, war General Rogers, der amerikanische Oberbefehlshaber, verschnupft. Er besaß kein Mitspracherecht bei der Auswahl seines deutschen Stellvertreters und deshalb auch keine Möglichkeit, einen deutschen Offizier abzulehnen. Da von deutscher Seite umgehend keine offizielle Stellungnahme erfolgte, blieb es erstmal bei einem diplomatischen Fauxpas. Zudem wies der Artikel darauf hin, dass Rogers mit Kießlings Vorgänger, dem Admiral Günther Luther, bisher nicht zur gleichen engen Zusammenarbeit gefunden hätte wie Rogers und Luthers Vorgänger Schmückle. Offensichtlich war das Klima zwischen dem amerikanischen General und seinen deutschen Untergebenen nicht das Beste. Viel schwerwiegender war jedoch, was wenig später Klaus Jahnke erleben musste. General Rogers pflegte einen regen Briefaustausch mit seinem Befehlshaber Nordeuropa, dem britischen General Sir Anthony Farrar-Hockley. Dieser schrieb dem Sakeur in 2 Briefen, dass der ihm unterstellte deutsche Befehlshaber Landjud, Generalleutnant Kießling, in seinem Hauptquartier allgemein als homosexuell gelte. Rogers war darüber aufgebracht und zornesrot, als er Jahnke, den künftigen Büroleiter von Kießling, in sein Büro bestellte, ihm einen handgeschriebenen Brief vorlas und ihm das Papier dann überreichte, damit er die verschiedenen Injurien wie etwa Buttfucker selbst lesen konnte. Bernard Rogers, amerikanischer Mustersoldat mit strikt puritanischen Moralvorstellungen, war schwer getroffen. Ein General als Junggeselle, der morgens mit dem Fahrrad zum Dienst kam, ging ja noch. Über diesen Crazy Guy konnte Rogers sogar schmunzeln. Aber ein schwuler General in seinem Hauptquartier, noch dazu als ein persönlicher Stellvertreter, war für ihn einfach unerträglich. Er appellierte mit größtem Nachdruck an den jungen deutschen Kapitän zur See Klaus Jahnke, alles in seinen Kräften zu tun, damit ihm diese Schmach erspart bliebe. Dabei sei es unerheblich, ob die Aussagen von Farrar-Hockley letztlich zutreffen oder nicht. Der neue Stellvertreter wäre im Hauptquartier in jedem Fall vollkommen diskreditiert und ein Desaster absehbar. Da dieser Briefaustausch des Sakeur mit seinen Befehlshaber keine Privatsache ist, mussten selbstverständlich auch die Briefe Farrar-Hockleys im Büro der Chefetage aktenkundig und somit bekannt sein. Die Angelegenheit konnte also nur dadurch entschärft werden, dass der General aus Rendsburg, Kießling, seinen Dienst aus irgendwelchen möglichst plausiblen Gründen gar nicht erst antrat. Jedenfalls passte es ins Bild, dass der Büroleiter des SACEUR, der amerikanische Brigadegeneral Smith, Jahnke anschließend empfahl, am besten ab jetzt Tagebuch zu führen. Nachdem Jahnke mit Luther, dem Vorgänger Kießlings, telefoniert hatte, reiste er in Begleitung seines Stellvertreters, Oberstleutnant Georg von Boguslawski, nach Bonn, um dem Abteilungsleiter Personal und seinem Stellvertreter, dem General Hans Kubis, in einem vertraulichen Gespräch über die dramatische Entwicklung zu berichten und dringend um eine entsprechende Reaktion der Personalführung zu bitten. Leider wurde die Brisanz der Angelegenheit kaum erkannt und die Petenten von Kubis mit dem Hinweis, dass es solche Gerüchte seit langem gäbe, wieder nach Mons entlassen. Allerdings versprach Kubis, die Sache mit den zuständigen Stellen noch einmal zu beraten. Doch das tat er nicht. Vielmehr erklärte er später im Untersuchungsausschuss gar, dass er den Verdacht der Homosexualität bei Kießling tief getroffen habe. Wenn aber Kubis schon 1981 davon erfahren hatte, Kießling zudem aus gemeinsamer Zeit beim Bundesgrenzschutz seit den frühen 1950er Jahren sowie der gemeinsamen Teilnahme am Generalstabslehrgang kannte, warum um alles in der Welt rief er nicht seinen Kameraden an? Kubis hätte etwas tun können und dies allein schon aus Gründen der vielbeschworenen Kameradschaft gegenüber dem ihm seit Anfang der 50er Jahre aus gemeinsamen BGS-Zeiten bekannten Kießling doch tun müssen. Diese Angelegenheit wurde dem Minister in dem Moment noch gar nicht zugetragen. Erst ein starkes Jahr später nahm diese Geschichte Fahrt auf. Ein Gerücht in den Mühlen der Bürokratie. Im Juli 1983. Regierungsdirektor Arthur Waldmann sah sich ungerecht behandelt. Als Jurist mit zweitem Staatsexamen hatte er die Befähigung zum Richteramt. Während aber seine Studienkameraden als Amtsrichter und Staatsanwälte in Amt und Würden saßen, war er nur Dezernatsleiter am Amt für Sicherheit der Bundeswehr in Köln, Besoldungsgruppe A15. Im Alter von 54 Jahren stellte sich ihm die Frage, ob er noch eine Chance haben könnte, leitender Regierungsdirektor Besoldungsgruppe A16 zu werden. Da ihm keiner seiner Vorgesetzten Hoffnung auf eine Beförderung machen wollte oder konnte, suchte er Rat bei einem Personalrat besonderer Art. Am 27. Juli 1983 traf er den stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptpersonalrats beim Bundesministerium der Verteidigung, Ministerialrat Werner Karrasch. Karrasch hatte eine ganz besondere Bilderbuchkarriere durchlaufen. 1956 war der ausgebildete Rechtspfleger als Regierungsinspektor, Besoldungsgruppe A9, in die Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums eingetreten. Seit 1958 war er Schriftführer im Vorstand des Verbandes der Beamten der Bundeswehr. 1960 wählten ihn die Beamten im Ministerium erstmals in den Hauptpersonalrat des Bundesverteidigungsministeriums und gleich stieg er zum stellvertretenden Vorsitzenden auf. Und dies blieb er mehr als 25 Jahre bis 1985. Von der üblichen Arbeit war er freigestellt, er hatte viel Zeit, kannte alles und jeden im Ministerium und erwarb sich den Ruf eines Strippenziehers, wenn es um Personalgeschäfte der Beamten ging. Und er kümmerte sich um alles, was seine Neugier weckte. Damit gewann er im Laufe der Zeit eine Stellung als graue Eminenz. Er galt als mit allen Wassern gewaschen und kannte scheinbar alle Tricks und Kniffe der Personalführung. Insofern hatte sich Waldmann den richtigen Gesprächspartner ausgesucht. Als er sein Laufbahnproblem geschildert hatte, eben doch A16 werden zu wollen, wies Karrasch ihn auf ein Problem hin. In seinem fortgeschrittenen Lebensalter könne Waldmann nicht mit einem höherwertigen Dienstposten in seiner bisherigen Dienststelle rechnen. Waldmann wandte ein, dass es aber ein Dienstposten im Amt für Sicherheit der Bundeswehr sein müsse. Über das Gespräch notierte Karrasch noch am gleichen Tag: Herr Waldmann wollte auf jeden Fall auf seinem Dienstposten verbleiben, weil er gerade jetzt einen besonderen Überprüfungsvortrag bei der NATO zum Abschluss bringen müsse. Er komme zum Minister nicht durch, er wolle ihm einen Termin beschaffen. Mit dem persönlichen Referenten des Staatssekretärs habe er bereits gesprochen. Im Übrigen handele es sich nicht um eine Bagatelle, sondern um einen bedeutenden Überprüfungsvorgang bei der NATO. Sinngemäß entwickelte sich im Gespräch folgender Dialog. Meinen Sie etwa den General Kießling? Nein, wieso? Na, der soll doch homosexuell sein. Dem gibt der General Rogers nicht mal die Hand. Und außerdem ist er mal händchenhalten mit einem Oberst gesehen worden. Weiter notierte Karrasch in seinem Vermerk, Waldmann sagte, er meine nicht Dr. Kießling, sondern einen anderen Fall. Für Karrasch war der Fall scheinbar erledigt. In diesem nach den Regularien der Personalvertretung stattfindenden Gespräch war Vertraulichkeit obligatorisch. Es wurde auch kein Protokoll über das Gespräch angelegt, sieht man von Karraschs Vermerk ab. Und dennoch hatte dieses Gespräch schwerwiegende Folgen. Waldmann informierte nach der Rückkehr in seine Dienststelle in Köln umgehend seinen Abteilungsleiter, Oberst Oskar Schneider, der erst nur einen knappen Kommentar abgab. Wenn es zutrifft, ist es schlimm. Wenn es nicht zutrifft, ist es noch schlimmer. Beide waren sich einig, dass weitere Ermittlungen notwendig seien, weshalb Waldmann bereits am 29. Juli 1983 die MAD-Gruppe S, zuständig für das Ministerium und die Deutschen an den NATO-Dienststellen in Belgien, beauftragte zu ermitteln, und worum es ging, war nicht zu überlesen. Laut einer Quelle im BMVG soll General Dr. Kießling homosexuell veranlagt sein. In Kenntnis diesbezüglich näherer Umstände weigert sich der NATO-Befehlshaber General Rogers, ihn zu empfangen. Der Versuch, den General Dr. Kießling in Pension zu schicken, scheiterte, weil der zuständige Arzt in Kenntnis der homosexuellen Veranlagung eine Dienstunfähigkeit verneinte. Angeblich soll General Dr. Kießling händchenhaltend mit einem Oberst gesehen worden sein. Vertraulichkeit wurde der Quelle zugesichert. MAD-Gruppe S führt vorrangig Ermittlungen in Brüssel durch. Die MAD-Gruppe S weigert sich, diesen Ermittlungsauftrag durchzuführen, weil ihr Leiter, ihr Kommandeur, gerade im Urlaub ist. Wenn er wieder da ist, soll er darüber entscheiden. Und im Amt für Sicherheit der Bundeswehr ist man klar darüber, dass eine solche Ermittlung gegen einen hohen General nur mit Zustimmung des Ministerbüros oder seines Vertreters, des Staatssekretärs, durchgeführt werden könne. Dennoch telefoniert Waldmann kurze Zeit später mit Stabsfeldwebel Jürgen Idel, einem regionalen Ermittler der MAD Gruppe 3 in Düsseldorf, und beauftragt ihn telefonisch mit einem Bild, das noch nachgeschickt wird, aufgrund seiner persönlichen Kontakte zur Kölner Kripo doch mal zu fragen, ob die mal schauen könnten. Entgegen aller Weisungslage bekommt Idel einen Auftrag, den er jetzt umgehend ausführt. Er wandte sich an den Kriminalhauptkommissar Wolfgang Roesch vom Fahndungskommissariat der Kölner Kripo und bat ihn ohne formelles Amtshilfeersuchen um Unterstützung. Er möge im Kölner homosexuellen Milieu, in dem Idel keine Kontakte besaß, durch eine Lichtbildvorlage feststellen, ob diese Person in Kölner Homolokalen bekannt sei. Idel hatte aus Sicht von Hauptkommissar Roesch keinerlei Ahnung davon, wie er nun vorgehen sollte. Kießling war dem Kommissar hingegen völlig unbekannt, sodass er sich erst mit ein paar Fragen ein Bild von der Person machen musste, wo er Dienst leiste und wieso der MAD gerade auf Köln komme. Das ließ sich leicht erklären. Kießling hatte schließlich in den 1970er Jahren unter 2 Anschriften in Köln gewohnt. Idel präsentierte dann ein unbearbeitetes Lichtbild, das er zuvor von der MAD-Gruppe S in Bonn bekommen hatte, welches Kießling in Uniform zeigte. Deswegen wies Roesch es zurück. Später sagte Roesch im Untersuchungsausschuss aus, er solle mir ein Bild besorgen, das Dr. Kießling in Zivilkleidung zeige oder dieses Bild entsprechend retuschieren. Dieses Bild, oder richtig gesagt 2 Fotos, habe ich dann eine Woche später zugestellt bekommen. Das heißt, Herr Idel war bei uns im Präsidium und hat während meiner Abwesenheit 2 Fotos abgegeben. Ich habe dann den Umschlag geöffnet, die Bilder waren insofern retuschiert, eines mit schwarzer Farbe, eines mit grüner Farbe, als man überhaupt nicht mehr erkennen konnte, dass diese Person eine Uniformjacke anhatte. Es waren keine Veränderungen vorgenommen worden im Halsbereich und am Kopf, aber ich versichere, dass nicht zu erkennen war, dass eine Uniformjacke getragen wurde. Man konnte ein weißes Hemd sehen, den Schlips und dann eine retuschierte Jacke, die schwarz-grün war, dunkelgrün, stark dunkelgrün, fast ins Schwarze hineingehend. Dunkelgrün war erkennbar, der Kopf war klar erkennbar. Kießling lag also bei der Polizei auf dem Tisch. Roesch hat seinem jungen Kollegen, dem Kriminalkommissar Helmut Simon, den Auftrag erteilt, in der Szene zu ermitteln. Er hatte einige Bekannte dort und in diesem Bereich beträchtliche Aufklärungserfolge. Er war der geeignete Mann dazu. Roesch ließ Simon hinsichtlich der Zielperson bewusst im Unklaren und sagte ihm nicht zu Kießling, nur, dass der Mann Günther hieß. Im Milieu werde halt ausschließlich mit Vornamen gearbeitet. Als die Kölner Truppe wenige Tage später nach einem Mord in Bochum einen unterstützenden Ermittlungsauftrag im Kölner homosexuellen Milieu durchzuführen hatte, zog Simon am 5. September 1983 mit Bochumer Kollegen durch verschiedene Kölner Kneipen. Dort legte er insgesamt 7 Bilder vor, von denen nur eines, das er zuvor von Roesch bekommen hatte, Kießling zeigte. Bei diesem Milieu handelte es sich nach Aussage von Simon um eine abgeschirmte Gesellschaft, wo man gerne anonym bleiben möchte. Die Polizei werde dementsprechend nicht gerade positiv aufgenommen, wenn sie dort auftaucht. Aber wenn es um Kapitalsachen geht, Mord, Erpressung, Raub zum Beispiel, zum Nachteil von Homosexuellen, dann sind meistens die Wirte auch daran interessiert, das aufzuklären, weil deren Existenz gefährdet ist. Wenn aus einer Gaststätte heraus ein Raub stattfindet, ist der Wirt mit dran, wenn man so sagen darf. Gleich im Lokal, im ersten, im Café Wüsten, erhielt Simon einen Treffer. Dort erkannte man nur ein Lichtbild, nämlich das, das Herr Roesch mir gegeben hatte und erklärte, dass man diese Person kenne, aber seit 10, 12 Jahren oder länger nicht mehr gesehen habe. Ich habe dann kurz gesagt, wie kann man sich nach so langer Zeit noch an eine Person erinnern? Man erklärte mir, dass die Person, die ich gefragt habe, eine gute Menschenkenntnis habe und einen ehemaligen Gast immer wieder erkennen würde. Wir sind dann weiter in die Gaststätte Tom Tom, haben oben den Geschäftsführer getroffen, haben ihm auch die Lichtbilder vorgelegt, unter Hinweis natürlich auf den Mord in Bochum. Der war für uns ausschlaggebend und vorrangig in jeder Beziehung. Er hat sie sich angeguckt und gesagt, er erkennt da keine Person. Das wäre aber normal, da er nicht sofort im Lokal wäre. Er hätte verschiedene Lokale. Wir sollen mal seinen Buffetier fragen. Der Buffetier hat bei der Wahl Lichtbildvorlage spontan auf das Lichtbild, das mir Herr Roesch gegeben hatte, gezeigt und mir erklärt oder uns erklärt, dass er die Person als Stammgast kenne. Er sagt dann weiter, dass es sich um einen Angehörigen der Bundeswehr handeln soll, der mit Vornamen Günther heißt. Dann hat er noch gesagt, dass die Person manchmal einmal im Monat kommt, manchmal 2, 3 Monate gar nicht und dann wieder 2, 3 Tage hintereinander, meist am Wochenende. Zwar hatten 2 verschiedene Personen unabhängig voneinander versichert, die Person auf dem Foto erkannt zu haben, aber sicher war sich weder Helmut Simon noch später Stabsfeldwebel Jürgen Idel. Der sagte seinen Vorgesetzten, ich habe hier die Erkenntnis von einer Person, die ich nicht kenne, die wiederum einem Kommissar was berichtet hat, der wiederum einem Hauptkommissar etwas berichtet hat, der wiederum mich angerufen hat. Ich halte das nicht für rund. Und am 9. September überlegt er, wie er diese Erkenntnisse ins Papier umsetzt. An diesem Freitag fragt er telefonisch Waldmann, wie er mit den Informationen umgehen und was er schreiben solle. Der karrierebewusste Regierungsdirektor leitete mit Formulierungshilfen an, was dann wenige Tage später die vagen Erkenntnisse der Kölner Polizei durchaus überzeugender darstellte, auch wenn es so nicht gewesen war. Ob die Zeugen glaubwürdig waren, ob das Bild eindeutig genug war, ob Kießling auch als er selbst erkannt oder vielleicht mit einem ähnlich aussehenden Mann verwechselt wurde, dies und vieles mehr konnte auch in den Gesprächen Idels mit Roesch nicht geklärt werden. Dennoch formulierte Idel jetzt, unter Hilfe von Waldmann am Telefon sitzend, auf dem sogenannten Austria-Papier einen Bericht. Ein Austria-Papier ist für den MAD in der Nachbetrachtung etwas, was nicht zum Vorhalt geeignet ist. Es ist eine vage Spur, die weiter verfolgt werden muss, mehr nicht. Das Ergebnis war verheerend. Dort stand dann zu lesen: Durch geeignete Ermittlungen in der Kölner Homoszene konnte festgestellt werden: Erstens Café Wüsten, Hohe Pforte, Köln, einschlägig bekannt als Lokal für Schwule und Lesben. Hier wurde der zu überprüfende aus einer Serie von Fotos eindeutig als Günther von der Bundeswehr erkannt. Günther sei bereits vor 12 Jahren ein guter Gast gewesen, in den letzten Jahren sei er kaum noch erschienen. Zweitens Disco Tom Tom, Alter Markt 4, Köln, einschlägig bekannt als Disco für jugendliche Stricher und Straftäter. Auch hier wurde der zu überprüfende eindeutig als Günther von der Bundeswehr identifiziert. Günther verkehre dort auch heute noch monatlich und pflege Kontakt zu jugendlichen Strichern gegen Bezahlung. Da die ersten Anlaufstellen positiv waren, werden, um Unruhe in der Szene zu vermeiden, weitere Ermittlungen nicht vor Ablauf von 3 Wochen geführt. Auf Grundlage dieser anfänglich sehr vagen, im Austria-Bericht aber schwerwiegenden und belastenden Informationen meldet sich der Chef des Amts für Sicherheit der Bundeswehr bei Minister Wörner und informiert ihn mündlich anhand eines kleinen handgeschriebenen Zettels über die Homosexualitätsvorwürfe gegen den General Kießling und die Erkenntnisse der Kölner Kriminalpolizei, die so klar und eindeutig nicht waren. Minister Wörner ist seit einigen Jahren mit Kießling persönlich bekannt und entscheidet sich dazu, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr mit Kießling über diese Angelegenheit ein Gespräch führt. Am 15. September 1983 findet das statt. Der General Kießling echauffiert sich, weil der deutlich lebensjüngere General Wolfgang Altenburg damit ja nun gar nichts zu tun hat und außerdem nicht sein Vorgesetzter sei, und er verlangte, mit dem Minister zu reden. Im Beisein von Altenburg sprechen Wörner und Kießling über den Fall, und da Kießling schon seit einigen Monaten wiederholt gesagt hat, dass er vorzeitig aus dem Dienst entlassen werden möchte, einigt man sich einige Tage später, nach ein paar Mal drüber schlafen, darauf, dass General Kießling zum 31. März des Folgejahres zur Ruhe gesetzt wird und der Generalinspekteur die Verabschiedung mit dem großen Zapfenstreich regelt. Bis dahin unterzieht sich General Kießling einer schon länger anstehenden Operation an den Ohren, wird noch seinen Resturlaub abbauen, eine Abschiedsreise machen, Urlaub oder das, wie man diese Zeit jetzt überbrücken kann. Wer sein Nachfolger würde, wird man sehen. Wenige Tage später berichtet Rüdiger Moniac in der Welt, dass Generalleutnant Mack der Nachfolger von General Kießling wird, aber das haben viele andere Zeitungen erstmal überlesen oder nicht richtig zur Kenntnis genommen. Der Krisenverschärfer. Staatssekretär Dr. Joachim Hiehle, der Vertreter des Ministers oder gemeinhin der Prokurist, war mehrere Monate krank und kommt am 2. November 1983 wieder in den Dienst. Als einer der ersten spricht er mit dem Abteilungsleiter Personal, Generalleutnant Hans Kubis. Es geht um die kurze Übersicht zu eingeleiteten Stellenwechseln zum 1. April und andere Personalien. Nur kurz erwähnt der General, dass Günther Kießling nach einer Entscheidung des Ministers auch zum 31. März in den Ruhestand gehen soll. Und Kubis erwähnt beiläufig, dass hinter dieser Zur-Ruhe-Setzung ein Gerücht kursiere, wonach Kießling der Homosexualität bezichtigt wird. Und ebenso erwähnte Kubis, dass der Minister am 19. September sämtliche Ermittlungen in dieser Angelegenheit untersagte. Hiehle suchte deswegen noch am gleichen Tag den Minister auf. Er wollte Hintergründe erfahren. Wörner teilte ihm mit, dass er Kießlings lange bekannten Abschiedswunsch aufgrund der Gerüchte gegen die Kießling unter Hinweis auf sein Ehrenwort intervenierte, entsprochen habe. Der Zapfenstreich solle im März erfolgen. Für Hiehle war die Wörner-Altenburgisch-Kieslingsche elegante Lösung nicht hinnehmbar. Homosexualität war nach den Sicherheitsbestimmungen der Bundeswehr als abnorme Veranlagung ein Sicherheitsrisiko und damit zwingend Entlassungsgrund. Und noch weniger dürfe der Minister den Eindruck erwecken, dass er dem General Kießling aufgrund der persönlichen Bekanntheit oder seines Ranges irgendeine bevorzugte Behandlung gewähre. Der General müsse, so intervenierte Hiehle am 4. November bei Wörner und wies auch in den folgenden Wochen und Monaten immer wieder darauf hin, genauso behandelt werden wie jeder Stabsunteroffizier. Und der Staatssekretär müsse an dieser Stelle auch den Minister vor möglichen politischen Angriffen in dieser Sache schützen. Wörner schien keine Wahl zu haben, als ihn Hiehle auf die Gefahr einer politischen Kompromittierbarkeit hinwies. Wer konnte sicher sein, dass Kießling nicht doch homosexuell und folglich ein Sicherheitsrisiko war? Dann könne der Minister gar nicht anders, als ihn zu entlasten. Wollte Wörner also für Kießling wirklich die Hand ins Feuer legen, erfolgte letztlich seinem bestimmt auftretenden und keine zwei Meinungen zulassenden Staatssekretär. Ja, er solle dann alle notwendigen Maßnahmen veranlassen. Faktisch bedeutet dies, nach den Sicherheitsrichtlinien der Bundesregierung zu verfahren und die Sicherheitsüberprüfung abzuschließen. Wörner hatte offensichtlich die Brisanz des Falles und vor allem dessen schwammige Grundlage verkannt. Dies verwundert nicht, denn er war in diesen Tagen abgelenkt durch ganz andere sicherheitspolitisch wichtige Themen. Nahezu ständig tagte irgendein Partei- oder Bundestagsausschuss, die NATO-Verteidigungsminister, Generale der Bundeswehr, weil die Zeit unerbittlich auf den 21. und 22. November zuschritt. An diesen beiden Tagen fand im Bundestag die letzte große Debatte über die Umsetzung des NATO-Doppelbeschlusses statt. Für die Personalie Kießling hatte der Minister jetzt wenig Zeit. Hiehle zog den Fall ganz an sich und informierte gleich den Generalinspekteur Altenburg, dass er vom Minister beauftragt sei, diese Angelegenheit zu regeln. Altenburg wunderte sich, weil damit die Vereinbarung vom 19. September aufgehoben würde. Hiehle hielt ihm aber genauso selbstsicher und bestimmt wie bei Wörner entgegen, dass der Generalinspekteur und erste Soldat der Bundeswehr mit Personalangelegenheiten formal nichts zu tun habe. Es sei seine Aufgabe, das Problem zu lösen. Beide Akteure stimmen in ihren Aussagen in den Zeitzeugengesprächen aber nicht überein. Der heute 90-jährige Staatssekretär Hiehle erweckte den Eindruck, dass Altenburg, gleiches Alter, über diese administrative Lösung in der Zuständigkeit des Staatssekretärs ganz froh war. Der damalige Generalinspekteur bestreitet dies vehement. Hiehle habe Altenburg vielmehr geradezu belehrt, dass ein solcher Fall nicht auf der Basis von Kameraderie erledigt werden dürfe. Hier ging es um klare Regeln, die anzuwenden seien, so drückte sich Hiehle aus. Letztlich musste Altenburg erkennen, dass er von der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung und der darin definierten Rolle der Staatssekretäre ausgebremst worden war. Letztlich setzt sich der Staatssekretär durch und General Kießling wird am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, entlassen. Das war eine wenig formvollendete Sache. Der Abteilungsleiter Personal Kubis rief am 19. Dezember Kießling an, der damals im Bundeswehrkrankenhaus in München weilte, dass die Urkunde des Bundespräsidenten nun da sei und er doch nach Bonn kommen solle. Der Termin war schnell gefunden. Kubis wusste, dass Kießling am 23. Dezember ohnehin nach Bonn kommen wolle. Dann solle auch die Verabschiedung stattfinden. Auf die Frage Kießlings, ob der Minister die Urkunde dann aushändige, antwortete Kubis, dass der am 23. Dezember schon im Urlaub sei. Tatsächlich war Wörner bei Helmut Schmidts Geburtstagempfang in Hamburg. Ob er in Uniform kommen solle? Nein, das wäre nicht nötig. Und so wurde General Dr. Günther Kießling am 23. Dezember 1983 im zivilen Anzug durch den Staatssekretär Dr. Hiehle im Beisein des Generalinspekteurs der Bundeswehr, des Abteilungsleiters Personal sowie des Inspekteurs des Heeres in einer schlichten Zeremonie entlassen. Hiehle war wie immer um Form bemüht. Man möge sich doch bitte aufstellen. Nun, das Opfer in der Mitte, eingerahmt von Generalskameraden, die bislang nichts gegen dieses Spektakel getan haben, überrumpelt waren oder nichts tun wollten oder konnten. Im Gegensatz zu sonstigen Verabschiedungen hatte Hiehle sich nicht mit ein paar biografischen Details für eine kurze Ansprache an den Betroffenen vorbereiten lassen. Sonst legte er darauf immer Wert, wie er noch 2018 im Zeitzeugengespräch unterstrich. Bei Kießling schien ihm das nicht nötig. Hiehle begann also, den Text der Urkunde vorzutragen, als Kießling gleich unterbrach und einen Brief an den Minister übergab. Den steckte Hiehle erst einmal in die Jackentasche und fuhr fort mit der Tagesordnung. Er verlas die Urkunde, wobei es Kießling besonders auf die Formulierung „für die dem deutschen Vaterlande geleisteten treuen Dienste spreche ich ihm Dank und Anerkennung aus“ ankam. Wenigstens das stand drin, und damit war offenkundig, dass ihm kein Dienstvergehen vorgeworfen würde. Nach diesem wenig feierlichen Akt empfahl sich Kießling nicht, ohne auf seine Loyalität zur Bundeswehr hinzuweisen. Im Weggehen versuchte Altenburg, ihm noch zu versichern, dass er das nicht gewollt habe. Für irgendwelche Sentimentalitäten hatte Kießling keine Zeit mehr. Er erwähnte nur noch, dass er kämpfen werde. Als Kießling verschwunden war, schaute Hiehle auf den Umschlag, den er hinterlassen hatte. Der Brief war gerichtet an den Herrn Bundesminister der Verteidigung oder Vertreter im Amt. Da Hiehle den Minister nun einmal vertrat, öffnete er den Brief im Beisein aller Anwesenden. Der offensichtlich auf einer Reiseschreibmaschine von Kießling in aller Eile geschriebene Brief lautete: Hiermit stelle ich den Antrag auf Einleitung eines disziplinargerichtlichen Verfahrens gegen mich selbst. Begründung: Ich bestehe auf Klärung der gegen mich erhobenen Vorwürfe. Bereits während der Zeremonie richtete irgendjemand im Nebenraum Sektgläser für den weihnachtlichen Umtrunk der Ministeretage. Es ist angerichtet, die Affäre kann beginnen. Am gleichen Tag sucht General Dr. Günther Kießling, mittlerweile AD, erst den früheren Generalinspekteur General Ulrich de Maizière auf, um ihn als Vermittler in dieser Angelegenheit zu gewinnen. De Maizière gilt Zeit seines Lebens als Pensionär sozusagen als Klassensprecher unter den Generalen. Er ist ein sehr ruhiger, bedächtiger Charakter und schien Kießling auch aus früherer Bekanntschaft geeignet, zwischen ihm und dem Minister eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Anschließend besuchte er in Bonn den Rechtsanwalt Prof. Dr. Konrad Redeker. Das war ein mit allen Wassern gewaschener Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht. Er gehörte wie Kießling der Kriegsgeneration an, war seitdem gehbehindert, aber ein heller Kopf, Vorsitzender des Anwaltsvereins. Und als Kießling ihm schilderte, worum es ging, sagte ihm Redeker: Ich übernehme den Fall. Es wird eine harte Zeit für Sie, aber wir werden gewinnen. Kießling glaubte zu wissen, auf diesen Mann kann ich bauen. Später schrieb er dazu: Ich fühlte mich wieder wie im Krieg. Die Weihnachtstage plätschern dahin. Und einige Journalisten locken auf. Alexander Schanda war bereits 1983 seit einigen Jahren als Journalist für die Süddeutsche Zeitung im Hauptstadtbüro in Bonn tätig. Er berichtete über die Bundespolitik mit Schwerpunkt Bundeswehr, weil er sich in dieses Metier nicht allein wegen seiner Zeit als Zeitsoldat bei der Luftwaffe eingearbeitet hatte. Wie andere Journalisten auch, die für ihre Redaktion über Sicherheitspolitik und Bundeswehr schrieben, kannte er den ein oder anderen General oder für die Außenwirkung der Bundeswehr bedeutende Offiziere. Mit Kießling hingegen verband er nichts. Er war ihm kaum bekannt. Er wusste, dass der General in Mons Dienst leistete, mehr aber nicht. Aufhorchen ließ ihn, dass Rüdiger Moniac Ende September in der Welt den Abschied Kießlings für den 31. März ankündigte. Aber das hatte noch Zeit. Bis dahin würde es eine entsprechende Pressemitteilung geben, auf der stünde, wann und wo der große Zapfenstreich gegeben wird. Kein Grund zur Unruhe also. Dass bereits am 14. Oktober Ulrich Mackensen von der Frankfurter Rundschau im Ministerium nachfragte, ob Kießling entlassen würde, hatte Schanda erst später erfahren. Als Nina Grunenberg in der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit jedoch am 9. Dezember unter dem Titel »Ohne Biesen und Lametta« den offensichtlich feststehenden Abschied Kießlings wiederholte, wurde Schanda wie andere auch aufmerksam. Bislang hatte man dazu noch nichts erfahren können. Das Ministerium hüllte sich in Schweigen. Demnächst müsste er den Minister fragen. Diese Chance bot sich am 21. Dezember, 2 Tage vor Kießlings Entlassung. Minister Wörner hatte Journalisten in den Moltke-Saal auf die Harthöhe zu seiner Jahresabschlusspressekonferenz eingeladen, die eine besonders eindrucksvolle Veranstaltung war. Manfred Wörner zog Bilanz und erklärte, dass und wie er die Bundeswehr trotz der Nachrüstungsdebatte und zahlreicher Anfeindungen von Schriftstellern und der Friedensbewegung, namentlich Günter Grass und Heinrich Böll, aus den Schlagzeilen gebracht hatte. Der Generalstabslehrgang werde wieder auf 2 Jahre verlängert. Der Verwendungsstau werde durch ein Personalstrukturgesetz behoben. Und der gerade verabschiedete Bundeswehrplan 1985 werde dafür sorgen, dass das Verteidigungsministerium wieder voll im Planungsrhythmus sei. Wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Das war der Tenor dieses schwungvollen Vortrags. Fragen? Nebensache. Antworten? In jeder Hinsicht positiv. Der Informations- und Pressestab wertete die Berichterstattung zur Pressekonferenz wie gewohnt aus. Tatsächlich deutete sich die erste Bewährungsprobe des Ministers in einer ganz anderen Angelegenheit unmittelbar nach der Pressekonferenz an. Es gab den obligatorischen Umtrunk mit Kölsch und halbem Hahn zur entspannten Atmosphäre zwischen Militärs und Journalisten. Schanda suchte dabei den Kontakt zu General Altenburg und fragte, was denn mit General Kießling los sei. Der Generalinspekteur wich aus und erklärte, Schanda möge sich doch an den Minister wenden, das sei eine sehr unersprießliche Sache. Auf dieselbe Frage an den Minister erhielt der Journalist die Antwort, ach Schanda, hör mir doch mit solchem Scheiß auf, jetzt wollen wir doch erstmal ein gutes Jahr feiern. Mehr Sachinformationen gab es nicht. Mit dieser hinhaltenden Antwort hatte Manfred Wörner jedoch nicht nur den journalistischen Ehrgeiz Schanders geweckt, sondern auch dessen Spürsinn unterschätzt. Eine solche Antwort musste Fragen aufwerfen, da musste was sein. Wenn dem nicht so wäre, hätte Wörner ja eine einfache Erklärung geben können. Tat er aber nicht. Vielmehr ließ der Minister das Feld offen für alle möglichen Spekulationen. Nach Weihnachten erfuhr Schanda von einem Informanten aus dem politisch-parlamentarischen Bereich, dass Kießling tatsächlich verabschiedet worden war, ohne großen Zapfenstreich. Wieso erfolgte eine solche geradezu unehrenhafte Entlassung? Was war an der Personalie Kießling dran? Ein Anruf im Ministerium beim Pressestab konnte keine Abhilfe schaffen. Oberstleutnant Werner Bach hatte zwischen den Jahren Dienst und konnte Schanda nichts mitteilen. Er versprach Klärung und rief später zurück, ja, der General sei zum 31. Dezember in den Ruhestand versetzt worden. Weshalb wusste Bach auch nicht. Nach allem, was Schanda bis zu diesem Zeitpunkt recherchiert oder von und über Kollegen erfahren hatte, gab es Spannung zwischen Kießling und seinem Vorgesetzten, dem amerikanischen General Rogers. Dass Rogers eine schwierige Persönlichkeit war, war weit über die Grenzen von Mons hinaus bekannt. Worin könnte also, wenn nicht darin, Gründe liegen, die eine solch klammheimliche Verabschiedung rechtfertigten? Schanda setzte sich mit seinem Leitredakteur Kurt Kister zusammen und sie überlegten, wie man darüber berichten konnte. 5. Januar, Donnerstag, die Affäre beginnt. Wörner entlässt General Kießling, betitelte Schanda nüchtern seinen Beitrag auf Seite 2. Wörner habe Kießling am 31. Dezember in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die übliche Verabschiedung mit großem militärischen Zeremoniell blieb für Kießling aus. Der General nahm in Zivil am 30. Dezember von Staatssekretär Hiehle seine Entlassungsurkunde entgegen, schloss der Beitrag. Wenngleich diese beiden Informationen für die Redakteure der Süddeutschen Zeitung in sich stimmig waren, glaubten sie, dass es doch mehr Hintergründe geben müsste. Kießling habe nachgesucht, zum 1.4.84 in Ruhestand versetzt zu werden, was allerdings wegen der absehbaren Zurruhesetzung des Inspekteurs des Heeres die Nachfolgeüberlegung des Ministeriums durcheinander gebracht haben solle. Weitere Aspekte werden diskutiert. Aber außerdem habe Kießling mit dem als raubeinig und ruppig geltenden Rogers immer wieder Reibereien gehabt, schreibt Schanda. Es sei nie eine Basis für gedeihliche Zusammenarbeit mit dem US-General entstanden, hieß es. Darüber hinaus habe Rogers Kießling immer wieder Aufgaben zugewiesen, die den 56-Jährigen offensichtlich nicht befriedigt haben. Kurt Kister nutzte die Verabschiedung Kießlings in einem Kommentar derselben Ausgabe auf Seite 4 mit dem Titel »Demonstrative Entlassung«. Wie zu hören ist, schrieb er, hieß es noch Ende Dezember, Kießling sei aus gesundheitlichen Gründen auf eigenen Antrag bereits jetzt in Pension geschickt worden. Nun aber lässt Minister Wörner betonen, er selbst habe die Entscheidung getroffen und wolle nicht über die Gründe diskutieren. Der klammheimliche Rausschmiss hat offensichtlich demonstrativen Charakter. Aus dem Verteidigungsministerium trat als erstes der parlamentarische Staatssekretär Peter Kurt Würzbach für den im Urlaub weilenden Minister vor den Mikrofonen der Tagesschau um 20 Uhr. Auf die Frage, was hinter der Abberufung stecke, sagte er, dahinter steckt, um mit den Worten des Soldatengesetzes zu sprechen, dass zwischen dem Verteidigungsminister einerseits und dem General andererseits das Vertrauen, was man zueinander haben muss, gerade in einer solch ganz besonders herausgehobenen Funktion, zweiter Mann in der NATO, nicht mehr uneingeschränkt bestand. Und hier sieht das Soldatengesetz vor, seit allen Zeiten übrigens, dass ein solcher General oder Admiral dann in den einstweiligen Ruhestand geschickt werden kann. Auf das Sicherheitsrisiko angesprochen, wich Würzbach aus. Er sagte, es zirkulieren eine ganze Reihe von Behauptungen über unterschiedliche Dinge. Hier halten wir uns strikt an die Gepflogenheit, wie auch alle Regierungen vorher, in Personalangelegenheiten. Das gilt für den jüngsten Rekruten wie für den ranghöchsten und sehr betroffenen General vor der Öffentlichkeit aus Fürsorge, zum Schutz der Betroffenen keine Angabe zu machen, auch keine Behauptung zu bestätigen oder sie zu dementieren. Nicht zu bestätigen oder zu dementieren, sagte Würzbach, und damit schloss er weder das eine noch das andere aus. Bei den aktiven Generalen rührte sich erstmal nichts. Am Folgetag musste Oberst Jürgen Reichert, der Sprecher des Ministers und Leiter des Informations- und Pressestabes in der Bundespressekonferenz, Auskunft erteilen. Die Bundespressekonferenz im Bonner Tulpenfeld war mäßig gefüllt. Und mit beinahe spielerischer Eleganz wiegelte Reichert die Fragen ab, ohne auch nur eine einzige zufriedenstellende Antwort zu geben. Frage: Hätte aber die Versetzung des obersten deutschen NATO-Generals in den einstweiligen Ruhestand nicht offiziell bekannt gegeben werden müssen, denn das ist ja nun ein Fall von hohem öffentlichen Interesse? Antwort Reichert: Müssen nicht, aber können. Der Minister hat sich entschieden, es nicht zu tun. Frage: In der Diskussion wurde gesagt, General Kießling sei ein Sicherheitsrisiko geworden. Wodurch ist das jetzt gestehen? Antwort: Das mag in der Diskussion gesagt worden sein, von Seiten des Verteidigungsministeriums ist es nicht gesagt worden. Und so geht dieses Frage- und Antwortspiel weiter bis zu der knackigen Frage: Wer hat denn letztendlich entschieden, dass Herr General Kießling auf diese Art bei Nacht und Nebel gegangen ist? Antwort Reichert: Von Nacht und Nebel kann sicherlich keine Rede sein. Soweit ich mich erinnere, war das Wetter Ende Dezember klar mit guter Fernsicht. Aber die Entscheidung des Ministers, die Entscheidung ist das Gespräch, aber die Entscheidung ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Minister und dem General gewesen. Reichert redete an diesem 6. Januar, wie auch in den Wochen danach, viel, aber faktisch sagte er gar nichts. Gerade durch sein suffisantes Schweigen heizte er in der Hoffnung, seinen Minister vor größerem Schaden zu bewahren, die Spekulationen an. Wenigstens seine Aussage zum letzten Punkt war zudem sachlich falsch. Die auf den 31. Dezember vorgezogene Entlassung Kießlings war keinesfalls das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Minister und dem General. Ganz offensichtlich hatten die im Ministerium festgelegte Marschroute keinen Erfolg. Allein auf der Grundlage von § 50 Soldatengesetz zu argumentieren, also keinen Entlassungsgrund zu nennen. Und je länger der Minister diese Argumentation beibehielt, umso mehr drohte er durch die kommende Berichterstattung in die Enge zu geraten. »8. Januar, General Kießlings erster Angriff.« Kießling begann an diesem Sonntag seine wohl vorbereitete Offensive jenseits der Boulevardmedien. Die Welt am Sonntag veröffentlichte sein zweites, nunmehr umfangreiches Interview. Titel: General Kießling zu seinem Fall, Fälschung oder Verwechslung. Hier waren alle für Kießling wesentlichen Fakten genannt. Er war verabschiedet worden, ohne dass ihm die belastbaren Unterlagen vorgelegt worden waren. Ursächlich dafür waren Vorwürfe der Homosexualität, zu denen der Minister bislang geschwiegen hatte. Dem General habe er ebenso wenig die Möglichkeit zur Widerlegung der Vorwürfe gegeben. Als pikantes Detail schrieb Geist, dass Kießling auch in Essen im Lokal Charlie verkehrt sei. Dazu entgegnete Kießling, er sei niemals zuvor in Essen gewesen, höchstens auf dem Bahnhof mal umgestiegen. Es fehlte auch nicht der Hinweis, dass Kießling zuletzt am 19. September mit Wörner gesprochen hatte. Seitdem herrschte Funkstille zwischen beiden. Die Zeitungen haben in diesen Tagen umfangreich darüber berichtet, vor allem die Boulevardmedien, Bild-Zeitung und der Kölner Express, die Homosexualität schnell und dicht thematisiert. Am 12. Januar nahm der Fall eine kuriose Wendung. An diesem Tag hatte der Anwalt Kießlings im Ministerium Unterlagen zum Fall, zum Disziplinarverfahren, das Kießling gegen sich beantragt hat, einsehen wollen. Man hat ihm Unterlagen vorgelegt, bei denen wesentliche Passagen geschwärzt waren. Das hat Redeker gleich an die Presse weitergegeben. Ansonsten gab es an diesem Tag noch nicht so wesentlich Neues. Am Abend lud Oberst Jürgen Reichert 10 Journalisten zum zweiten Hintergrundgespräch in seine Kellerbar. Ihn plagten Zweifel, dass irgendwas an der Sache nicht richtig gelaufen war. Gegenüber Rüdiger Moniac von der Welt und dem Chef des Mönchverlages Manfred Sadlowski erlaubte ich mir 2 Andeutungen. Ich fürchte, dass der Minister auf eine falsche Spur gebracht wurde. Dann zieh doch die Reißleine, empfahl Sadlowski. Aber wie? Die Reißleine wurde demnächst an anderer Stelle gezogen. Udo Röbel, Redakteur beim Kölner Express, hatte inzwischen, nachdem er von Redeker die Namen der Kneipen erhalten hatte, eine Person ausgemacht, die als Doppelgänger verstanden werden könne. Bei einem Recherchebesuch im TomTom hatte Röbel das Bild gezeigt, das mittlerweile alle Journalisten in Deutschland kannten. Ja, den kennen wir. Das ist der Jürgen, der ist Wachmann bei der Bundeswehr. Nach dem hat doch schon die Polizei gefragt. Natürlich war klar, dass Kießling nicht mit Klarnamen in solchen Kneipen erscheinen würde. Also Nachfrage. Und der ist wirklich Stammgast hier? Ja, der kommt jeden Dienstag, sitzt da hinten und trinkt Whisky Cola. Also vorgestern Abend auch? Der Buffetier und sein Geschäftsführer bleiben bei ihrer Aussage. Aber das konnte ja nicht stimmen, denn Kießling lag ja in München im Krankenhaus. Nach der Vorabmeldung an die Agenturen überschlugen sich die Ereignisse. ARD-Korrespondent Ulrich Deppendorf erschien mit Kamerateam in der Redaktion und an der Rotationsmaschine wurden für die Tagesthemen die passenden Bilder gedreht. Die Polizei war offensichtlich einem Doppelgänger aufgesessen. Beim Kontrollbesuch am folgenden Dienstag sei Röbel Jürgen Baum, ein Wachmann, früher bei der Bundeswehr, nun bei einer zivilen Wachfirma, wohnhaft im Bergischen Land, wie oft an der Theke sitzen. Baum und Kießling sahen sich einigermaßen ähnlich, bei den örtlichen Lichtverhältnissen waren sie durchaus zu verwechseln. Nur mochte es anfänglich niemand bestätigen. Kießling notierte, vorgewarnt von Redeker, an diesem Tag in sein Tagebuch 21 Uhr Anruf Redeker. Er ist sehr ruhig, hatte mit seinem Sozius Professor Hans Daas getroffen. Redeker riet Kießling, die späten Nachrichtensendungen zu schauen. 21:45 Uhr, Heute-Journal. Wieder ein strammes Auftreten des Ministers, Verwechslung sei ausgeschlossen. Dann aber kam erster Hinweis auf Doppelgänger. 22:30 Uhr, Tagesthemen, die Sensation. Erst die Stellungnahme des Ministers, dass jedwede Verwechslung ausgeschlossen sei. Dann präsentiert der Kölner Express seine Ausgabe für morgen. Chefredakteur Röbel berichtet vom Doppelgänger. Das ist die Wende. Der bis dahin vollkommen unbescholtene Junggeselle und nunmehrige Doppelgänger Jürgen Baum sollte, nachdem die Bild sein Bild in der Presse verbreitet hatte, einige persönliche Wirren durchmachen. Die Kölner Polizei hatte ihn bereits am Nachmittag des 10. Januar, einem Freitag, zu ein paar Fragen auf ihr Präsidium geholt. Auf freiwilliger Basis, sagte Baum später. Er erzählte, dass er 2- bis 3-mal in der Woche ins TomTom gehe und auch andere Lokale der Kölner Homoszene aufsuche. Nach zwei Gegenüberstellungen, zuerst mit dem Geschäftsführer des TomTom und später möglicherweise mit einem zwielichtigen ehemaligen Gastronomen und früheren Ordensbruder, fuhr die Polizei Baum morgens um 2:30 nach Hause. Am Folgetag brachte sie ihn dann nach Linz am Rhein. Dort versteckten sie in Zimmer 21 im Hotel Gut Frühscheid, zwischen Wäldern und Wiesen, ein paar Kilometer von Linz entfernt, und verpassten ihm den wohlklingenden rheinischen Namen Leo Schmitz. Unter Aufsicht eines Kriminalbeamten sollte er so für einige Zeit aus der Öffentlichkeit entfernt werden. Der Stern berichtete ferner, dass der Aufenthalt im Hotel für eine Woche 650 Mark sowie 100 Mark Taschengeld gekostet habe. Zwischendurch konnte Baum auch mal Spaziergänge machen, in der Sauna schwitzen, und der Polizeibeamte machte mit ihm auch Touren übers Land. Dazu hatte Baum aber gar keine Lust. Die Presseberichterstattung schoss sich auf den Minister ein, weil er immer weniger Antworten auf die Fragen geben konnte, welche Beweise einer angeblichen Homosexualität vorliegen. Am 20. Januar kam es dann zum Super-GAU, der wenige Tage später erst bekannt wurde. Exkurs: der schweizerische Rohrkrepierer. Im Militär sind Rohrkrepierer nicht nur Fehlfunktionen an Geschützen, sondern auch im übertragenen Sinne Ereignisse, die so nicht oder besser nie stattfinden dürfen. Hinterher hat der Verursacher den Schaden zu tragen oder, wie bei der Artillerietruppe bei den Feiern zum Namenstag der Schutzpatronin der heiligen St. Barbara, den Spott aller auszuhalten. Als solches ist im Nachhinein auch beschreibbar, was am 20. Januar im Ministerium stattfand und am 24. Januar die Öffentlichkeit erreichte. Alexander Ziegler war ein in der Schweiz lebender und damals schon wegen einer homosexuellen Beziehung zu einem Minderjährigen vorbestrafter Schauspieler, Dramaturg und Schriftsteller. Am 16. Januar schrieb er dem Minister Wörner, er sei in Sachen Kießling in der Lage, wichtige Aussagen zu machen, wobei ich Sie bitten möchte, diese vorerst vertraulich zu behandeln. Aus Gründen der persönlichen Sicherheit, um die ich allenfalls zu fürchten habe, möchte ich meine diesbezüglichen Aussagen nur in Ihrem Beisein und im Beisein von Herrn Bundeskanzler Kohl machen. Er könne es nicht mit seinem Gerechtigkeitsempfinden vereinbaren, dass Ihnen und Herrn Bundeskanzler Kohl im vorliegenden Fall unredliches Verhalten und Unfairness vorgeworfen wird. Wenn Sie für meine persönliche Sicherheit garantieren können, bin ich bereit, meine Aussagen in Ihrem Beisein durch einen Notar eidesstattlich festhalten zu lassen. Auf Staatskosten flog Alexander Ziegler am 20. Januar von Zürich nach Köln, wurde vom Adjutanten des Ministers mit dem Ministerwagen abgeholt und persönlich und anonym vom Minister auch empfangen. Dabei war ein Bekannter von ihm, Oberst Dahl, der die Ermittlungen im Disziplinarverfahren zu bearbeiten hatte, der Büroleiter des Ministers und ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, der früher schon mal mit Ziegler zu tun hatte. Ziegler präsentierte nun die Abschrift eines Tonbandmitschnitts, aber nicht die Tonbandspule an sich. Man konnte nicht hören, was darauf gesprochen sein sollte. In diesem 28-seitigen Dokument steht Folgendes zu lesen. Achim Müller aus Düsseldorf habe Ziegler im Februar 1979 angerufen und ihm für 35.000 Mark eine heiße Story über ein intimes Verhältnis zu einem hohen Tier bei der Bundeswehr angeboten, mit Namen Günther Kießling. Der habe Müller zur Tilgung eines Darlehens 3.700 D-Mark gegeben. Als Müller weitere 1.500 D-Mark forderte, soll Kießling dies abgelehnt und von Erpressung gesprochen haben. Es soll demnach nicht zu weiteren Zahlungen gekommen sein, wenn überhaupt. Ziegler empfahl Müller nach eigenen Worten damals einen Düsseldorfer Rechtsanwalt und sollte sich später wegen des Verkaufs der Story melden. Wenige Tage später ging es in einem Gespräch um die eigentliche Story, die durch diese Tonbandmitschrift dokumentiert sein will. Zum Ankauf der Story kam es zwar nicht, weil der Verlag in mehrere kostspielige Prozesse verwickelt gewesen sein soll. Dennoch, im Mitschnitt erklärte Achim Müller, dass er Kießling 1978 kennengelernt habe, mehrfach mit ihm gepennt und dafür Geld erhalten habe. Denkst du vielleicht, ich mach's umsonst? Mit so einem Kerl bestimmt nicht. Kießling habe demnach einen vermögenden Eindruck gemacht und sei piekfein angezogen gewesen. Ganz nebenbei. Alles mag Kießling gewesen sein, das aber nun nicht. Viele Zeitzeugen erinnern sich, dass er sich aus stilvoller Bekleidung gar nichts machte. Nach Dienst genügte der Pullover über dem Uniformhemd, neu musste er auch nicht sein. Erst nach seinem aktiven Dienst kleidete ihn der Frankfurter Unternehmer Moritz Hunzinger ein. Bei ihm war Kießling damals Aufsichtsrat und gute Kleidung quasi Voraussetzung für den dortigen Tagesdienst. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen Müller entgegnete er, dass er auch seine Identität offenlegen würde. Das genügte Ziegler offensichtlich. 20, 30 Mal, weiß nicht mehr so genau, will sich Müller mit Kießling getroffen haben, darunter zweimal im Sheraton Frankfurt. Dort habe er sich als Dr. Brack eingeschrieben. Das habe Müller einmal an der Rezeption beim Über die Schulter schauen gesehen. Sie haben beide in Düsseldorf im Hilton übernachtet. Die Zielperson Dr. Brack beschrieb Müller als ziemlich unsicher, muss ich sagen. Ängstlich, ja, ängstlich war er schon, hat sich immer umgeguckt, ob ihm einer nachschaut. Später soll eine dritte Person diesen Dr. Brack mit "Grüß Gott, Dr. Kießling" begrüßt haben. Ich habe ihn dann gefragt, warum er sich mir gegenüber nicht zu erkennen gibt. Saufen, wichsen, okay, aber seinen Namen nicht nennen, da ist doch was faul, oder? Er hat dann gesagt, dass er der Dr. Günther Kießling von der Bundeswehr sei, aber das soll ich gleich wieder vergessen, sonst könnte er Ärger kriegen. Diese Geschichte wird im Beisein eines Notars fotokopiert, beglaubigt und besprochen. Der anwesende Anwalt aus Düsseldorf sagt, naja, richtig gerichtsfest ist diese Aussage aber nicht. Das müssen Sie schon mir überlassen, sagte Wörner. Ich bin schließlich Volljurist. General Wolfgang Altenburg war erschüttert über diesen Zeugen und dessen Anwesenheit im Ministerbüro, von der er erst im Laufe des 20. Januars erfuhr. Er ging später an diesem Tag noch einmal zu Wörner und sagte ihm sinngemäß, wenn Sie, Herr Minister, auf dieser Art die Untersuchung fortsetzen, müssen Sie sich einen anderen Generalinspekteur suchen. Nach Rückkehr in sein Büro sprach er mit seinem Adjutantenoberst im Generalstabsdienst Jürgen von Falkenhayn über diesen Dialog, der Wörner schwer treffen musste. Der Generalinspekteur, wie auch immer man das Gesagte interpretierte, setzte sich vom Minister ab. Würde dies öffentlich, wäre es für Wörner der sichere politische Tod gewesen. Am gleichen Abend beauftragte Wörner Peter Wolf, den Rechtsberater des stellvertretenden Generalinspekteurs, mit einer juristischen Bewertung der bisher vorliegenden Informationen. Die Story zog allerdings weite Kreise. Am 24. erschien im Schweizerischen Blick, der dortigen Bildzeitung, ein großer Bericht mit seitenlangen Auszügen aus dem Papier, das Ziegler dem Minister übergeben hat. Während dieser Tage weilte der Bundeskanzler zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Israel, wurde dort natürlich jeden Tag dazu befragt, hielt sich aber kontinuierlich zurück. Er werde sich im Ausland nicht zu innenpolitischen Themen äußern. Klaus-Jürgen Haller, aus langjähriger Erfahrung im journalistischen Milieu, mit allen Höhen und Tiefen seiner Kollegen bekannt, kam zu einem vernichtenden Urteil über die Politiker und seine Boulevardkollegen. Er schrieb, Boulevardblätter bestimmen die Richtlinien der Politik. Erst Express, Bild, jetzt Blick. Und damit ist der Gipfel erreicht. 4,5 Stunden war am vergangenen Freitag ein windiger Schweizer namens Andreas Ziegler, Weiland Chefredakteur eines homosexuellen Blättchens, um Seichtes aus dem Milieu und aus zweiter Hand an den Mann zu bringen im Ministerium. In Düsseldorf will ein Strichjunge schon vor Jahren Erfahrung mit Dr. Kießling gehabt haben, einschlägige, versteht sich. Dass Wörner höchstpersönlich anwesend war, zeigt seine Unfähigkeit, mit dem selbstgestrickten Skandal fertig zu werden. Noch schlimmer war allerdings, dass bei dieser Unterredung auch der Kanzleramtsminister Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger, wie Wörner sagte, für den Bundeskanzler anwesend war. Die Lage wurde immer trostloser. Vollkommen unterging und von niemandem richtig beobachtet war, dass am 19. Januar der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl den Justiziar der CDU-CSU-Fraktion Paul Mikert zu Kießlings Anwalt schickte, um mal zu erfahren, was dort wirklich los ist. Der sogenannte Parlamentär. Als Kohl am 29. Januar aus Israel zurückkam, bestellte er für den 30. Januar Wörner zu sich ein. Der stand nun nach der Presseberichterstattung und infolge vollkommener Beweisnot mit dem Rücken an der Wand. Er bot dem Bundeskanzler seinen Rücktritt an, hat dies offensichtlich auf einem formlosen Blatt Papier handschriftlich skizziert, was Kohl zur Kenntnis genommen und dem Schredder übergeben hat. Am Folgetag wurde in kleinerer Runde mit den Parteivorsitzenden Genscher und Strauß die Rehabilitation Kießlings beschlossen, die am 1. Februar 1984 vollzogen wurde. Der Protokollchef des Bundesverteidigungsministeriums, Oberst Paul Werner von der Schulenburg, war beauftragt, Kießling mit dem Auto des Generalinspekteurs inklusive der für Generale in seinem Rang üblichen roten Markierungstafel vorne rechts am Schutz an der Stoßstange bei seinem Anwalt abzuholen und auf die Harthöhe zu fahren. Seine anschaulichen Schilderungen zu dieser besonderen Fahrt offenbaren auch Kießlings besonderen Charakter. Unter großer Verschwiegenheit gegenüber dem Referat organisierte ich die Abholung mit Begleitkraftfahrzeug. Wir sollten ihn ohne Presse aus der Privatwohnung des Anwalts in Melem abholen. Die Anfahrt gelingt, da wir an die Hintertür heranfahren. Keine Presse. Pünktlich stehe ich vor dem Haus. Plötzlich springen viele Fotografen aus seinem parkenden Auto und gehen in Stellung. Kießling kommt, als ich am Gartentor klingel. Er wirkt klein, scheu, ist allein, in Uniform, ohne Handschuhe, mit einer kleinen Aktentasche, in die ich ihm später die 2 Urkunden legen soll. Ich melde mich bei ihm, er ist freundlich, begrüßt mich fast herzlich, die Fotografen umschwirren ihn, er scheint nichts dagegen zu haben und besteigt seinen Wagen langsam, ein wenig posierend. Ich setze mich links neben ihn. Kaum gestartet beginnt er das Gespräch. Ich sei sein Kronzeuge, dass er mit Geld nicht kleinlich sei. Erinnert daran an eine großzügige Abmachung, die er gestern mit dem Generalleutnant von Sandrath im NATO-Hauptquartier Schäb getroffen habe, indem er diesem aus der Dienstaufwandsentschädigung jährlich 10.000 D-Mark zur freien Verfügung zahlen wolle. Er ließe mit sich über alles reden, nur nicht über erstens, er sei geizig und zweitens, er sei schwul. Er lege auch Wert darauf, dass ihm jetzt alles zukomme, was ihm auch zustehe. Abschiedsbesuche, großer Zapfenstreich. Dieser werde nicht in Bonn, sondern bei seinem früheren Bataillon in Neustadt bei Marburg vollzogen. Auf dem Weg zur Kaserne wollte Schulenburg Kießling durch ein Nebentor ins Ministerium bringen. Kießling beharrt aber auf das Haupttor. Pünktlich kam sie dort an. Dort versperrte eine Menge Reporter die Einfahrt. Kießling ließ halten und antwortete auf Fragen der Journalisten, er sei glücklich, dass der Rechtsstaat sich durchgesetzt habe. Er erwartete eine Ehrenerklärung, machte keine Vorwürfe. Ich schob ihn wieder ins Auto. Da sagte er, das waren zeitweilig meine einzigen Verbündeten. Leider stand am Eingang nicht wie verabredet Brigadegeneral Behrendt, sein alter Freund, der gerade den Büroleiter des Ministers vertrat. Kießling blieb einen Augenblick im Auto, um Behrendt die Möglichkeit zu geben, ihn zu begrüßen. Leider blieb er aus, sodass wir in den Eingang treten. Dann ging es hoch ins Ministerbüro. Dort standen Altenburg, der General Schalupa, Staatssekretär Dr. Rühl und der Inspekteur des Heeres, General Glanz. Kurze Begrüßung, Stillschweigen. Bei dieser Verabschiedungszeremonie gab es jetzt zwei Urkunden, nämlich erst eine zur Wiedereinsetzung des Generals AD Dr. Günther Kießling in den Dienst und nach einem danach folgenden kurzen Gespräch mit Wörner, die zur Zur-Ruhe-Setzung. Schulenburg beobachtet etwas ganz Markantes, was die Generalität der Bundeswehr eher noch mehr blamierte, als ihr vorheriges Nichtstun schon getan hat. Er schreibt kurz: Wie stets kam auch heute der Minister zu spät, schnellen, ausholenden Schrittes, kreideweiß, hart im Gesicht. Er stellte sich vor die eingereihten Herren, Glanz, Altenburg, Kießling, Schalupa und Dr. Rühl, und verlas mit leiser Stimme die Urkunde des Bundespräsidenten, wonach Kießling wieder eingestellt wurde. Kurzer Handschlag, zwei Fotoblitze, Schweigen. Kießling trat einen Schritt vor, zögernd, darauf der Minister. Er wolle nach diesem offiziellen Akt noch persönlich versichern, dass er Kießlings persönliche Integrität nie in Zweifel gezogen habe. Er wisse, dass Kießling schwere Woche haben durchmachen müssen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Wörner sich entschuldigt hat, schrieb Schulenburg dazu. Wörner hätte nie den Vorwurf über Kießlings Intimsphäre geäußert. Sekt, Häppchen, zunächst Schweigen. Altenburg zunächst, dann Schalupa, Glanz und Rühl geben Kießling die Hand. Plötzlich ein Vorgang, der mich fast zum Bersten bringt. General Schalupa, damals Oberbefehlshaber Europa-Mitte der NATO, ergreift das Wort. Er wolle im Namen der Generale, die nicht im Bundesverteidigungsministerium oder hier mit dem Fall unmittelbar befasst waren, Kießling sagen, dass auch sie glücklich über den Ausgang seien. Sie hätten immer an sein Ehrenwort geglaubt, andererseits aber auch dem Bundesminister vertraut. Es folgt noch einiges zusammenhangloses Zeug. Altenburg wirkte versteinert, der Bundesminister schaute mich zufällig an. Ich schüttelte ganz leicht den Kopf, schreibt Schulenburg. Er nickte. Eine sehr kurze Verständigung über diesen ungeheuren Vorgang. So verlieren die Generale die Achtung unserer wohlmeinenden Politiker. Kießling wurde beamtenversorgungsrechtlich wieder so eingesetzt, als sei die Entscheidung seiner Entlassung zum 31. Dezember nie erfolgt. Er kam auf eine Planstelle als Berufssoldat mit der Besoldungsgruppe B10. Formal war alles wieder gerade gezogen worden. In einem kurzen 30-minütigen Gespräch hat Kießling Wörner nochmal darauf hingewiesen, was er alles falsch gemacht hat. Vor allem, dass man eben nicht die kommentarlose Versetzung in den Ruhestand nach § 50 des Soldatengesetzes einfach durchgezogen hatte. Über diese Wiederernennung des Generals gab es keine Bildberichterstattung. Medienvertreter waren nicht eingeladen und erst am 16. Februar brachte die Illustrierte Bunte ein Bild, das von einem Fotografen der Bundeswehr geschossen worden war. Der Redakteur Hans-Hermann Tiedje schrieb unter dem Titel „Versöhnung nach Vorschrift“: Schauen Sie sich dieses Bild bitte einmal genau an. Es zeigt eine Szene von unendlicher Traurigkeit. Den 4 Personen ist sie ins Gesicht geschrieben. Öffentlichkeit jedweder Form war ausdrücklich nicht erwünscht. Jetzt sehen Sie das Bild in Bunte. Sie sehen, wie frostig es zuging, als die Ehre des Generals Dr. Kießling, den man als Sicherheitsrisiko hinausgeworfen hatte, auf ausdrückliche Weisung von Bundeskanzler Helmut Kohl wiederhergestellt wurde. Was macht Kohl an diesem Tag? Die Bundespressekonferenz im Bonner Tulpenfeld war zum Bersten gefüllt, als Kohl sie um 14:30 Uhr betrat. Außer zahllosen Journalisten waren selbst die Gänge von sitzenden Zuhörern belegt. Die Fernsehkameras und Mikrofone auf dem Pult konnte man nicht mehr zählen. So viele hatte der Saal noch nie erlebt, obwohl er in den letzten Wochen stetig voller wurde. Da brach Gelächter aus, titelte die Saarbrücker Zeitung am 2. Februar, nachdem Bundeskanzler Kohl in der Bundespressekonferenz das qualvolle Ende einer Affäre verkündet hatte. Die Kernaussage seines Monologes galt, der Kernaussage des Monologes galt das Gelächter. Er sagte: General Kießling hat bittere Wochen durchmachen müssen. Aber auch für Manfred Wörner war dies eine Zeit, an die er sicherlich noch lange in seinem Leben zurückdenken wird. Unglücklicher und zweideutiger konnte sich der aufgeräumt wirkende Kanzler nicht ausdrücken. Die Rehabilitierung des Generals Dr. Günther Kießling beendete einen dreiwöchigen Medienhype, der sich vom General sukzessive zum Minister verlagert hatte und nun mal vorläufig sein Ende gefunden hatte. Er war, wie eine Zeitung titelte, eine Beerdigung dritter Klasse für einen Bonner Skandal. Für diese eindrucksvolle Lesung, die ja ziemlich gut, finde ich, zusammenfasst, was diese Affäre ausmacht. Am Schluss, so fängt Ihr Buch ja an, gab es dann doch noch die, den großen Zapfenstreich, der für Kießling ja ganz wichtig war. Ich habe hier nochmal ein Bild davon neben dem Minister. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was da in den beiden vorgegangen sein muss, als dieses Bild entstand, als dieser Zapfenstreich stattgefunden hat. Ja, das mag dahingestellt sein. Ja, aber Sie haben mal geschrieben, dass diese Affäre Kießling die größte Affäre in der Bundeswehr eigentlich war. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Was macht diese Einschätzung aus? Also die Bundeswehr hat ja ein reichhaltiges Portfolio an Pannen, Affären und Skandalen, Ministerrücktritten und sonstigen Versäumnissen. Aber das besonders Bemerkenswerte ist, dass hier innerhalb von 4 Wochen ein Skandal rauf und runter eskaliert wird, der ganz wenige Akteure kennt. Und dass man hier im Gegensatz zu schlecht gelaufenen Rüstungsgüterbeschaffungen beispielsweise jeden einzelnen Verantwortlichen eindeutig identifizieren kann. Hier kann man ganz klar feststellen, der Minister hat die Situation vollkommen unterschätzt, hat eine elegante Lösung gewollt. Der Staatssekretär hängt sich an Paragraphen auf und übersieht und überhört wissentlich alle wohlmeinenden Ratschläge, es bei der eleganten Lösung zu belassen. Der MAD ermittelt schlampig, ohne Ende, und letztlich werden sie von einem auf dieser Medienklaviatur wunderbar spielenden General unter Anleitung seines Anwalts schlichtweg an die Wand gefahren. Und das Ganze in nur 4 Wochen rauf und runter zu erleben, ist einzigartig, aber die Größe dieses Skandals macht es eben aus, dass es im Grunde genommen ein Skandal um einen Nichtskandal ist. Denn der General Kießling war nie homosexuell und niemand hat sich die Mühe gemacht, dieses Gegenteil zu beweisen, beziehungsweise es gab genügend Indizien, dass er es eben nicht ist. Da wollte man aber nicht hinschauen. Ja, wir haben eine Zuschauerreaktion, einen Kommentar in unserem Livestream. Da schreibt jemand: Ich kann es kaum glauben, dass dies Anfang der 80er Jahre so war. Heute haben wir Transgender-Bataillonskommandeure. Ja, wie war die Zeit? Was sagt diese Affäre über die Situation, über den Umgang mit Homosexualität und Homosexuellen in der Bundeswehr damals Anfang der 80er Jahre? Wie war da die Situation? Ist die Affäre Kießling symptomatisch dafür, oder was erzählt sie uns über diese Situation? Ohne dass ich Jurist oder Soziologe bin, der diese Phänomene besonders untersucht. Das Bemerkenswerte für mich ist einmal, Die Bundesrepublik hat im Strafrecht diesen Paragraph 175 so übernommen, wie ihn die Nationalsozialisten nach 1933 verschärft haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese in der Vorschriftenlandschaft der Bundeswehr immer so bezeichnete abnorme Veranlagung bestand im Grunde genommen bis kurz nach der Affäre Kießling sofort, weil die Sicherheitsrichtlinien der Bundeswehr nie mit dem Strafrecht in Einklang gebracht worden sind. Das heißt, die Liberalisierung des Strafrechts in den 70er Jahren, gerade in der sozialliberalen Koalition, sind an diesen Sicherheitsvorschriften spurlos vorübergegangen. Und erst nach der Affäre kam es zu einem leichten Einlenken. Bis dahin waren homosexuelle Soldaten in der Bundeswehr nur dann, in Anführungszeichen, gut aufgehoben, wenn sie ihre Homosexualität für sich behalten haben oder diese nicht bekannt wurde. Und erst nach der Affäre, also wirklich 6 Wochen nach der Rehabilitation von Kießling, gibt es einen entsprechenden Runderlass für die Personalführung, dass also Homosexualität allein kein Entlassungsgrund ist. Und erst Jahrzehnte später, nämlich 2000, unter der rot-grünen Bundesregierung, kommt es dann dazu, dass also sämtliche Restriktionen gegen homosexuelle Soldaten, die immer noch irgendwie verklausuliert bestanden und durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik umgesetzt worden sind, als wenn es keine Liberalisierung des Sexualstrafrechts gegeben hätte. Erst 2000 werden die aufgehoben. Und das Interessante für mich ist, dass dann im Zuge meines Schreibprozesses ich dann irgendwann mal einen Anruf von einem Bekannten bekam, der in der Abteilung Personal des BMVG tätig ist, der mich dann fragte, gibt es bei euch im ZMSBW jemand, der sich mit der Situation homosexueller Soldaten in der Bundeswehr beschäftigt? Ich meinte, ja, da gibt es einen. Worum geht es denn? Ja, wir möchten mal wissen, was es da für einen Befund gibt. Habt ihr das mal untersucht? Nein, das war noch in den Anfängen. Und das Interessante war dann, er schickte mir dann später das Papier, das er dann als zuständiger Referent in dieser Angelegenheit behandelt hat. Und er kommt da relativ nüchtern, ganz zu Beginn, gleich zu einem ganz entscheidenden Punkt, weil er nämlich schreibt, seit 1949 steht im Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dies entsprach auch im militärischen Personalmanagement jahrzehntelang nicht der Realität. Bis 1979 war der Paragraph 175 in Kraft, der Homosexualität zwischen erwachsenen Männern unter Strafe stellte. Und der Paragraph 175 hat auch in der Bundeswehr Berufswege verstellt, Karrieren zerstört und verhindert. Und obwohl er 1994 abgeschafft wurde, wurde bis ins Jahr 2000 homosexuelle Soldaten benachteiligt, gerichtlich benachteiligt. Könnte man denn jetzt sagen, dass diese Affäre Kießling irgendwie eine Veränderung gebracht hat oder eine Sensibilisierung oder eine Erkenntnis, so können wir mit Menschen nicht umgehen, oder gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang? Es gibt nur einen sehr, sehr entfernten Zusammenhang. Es gibt in der Zeit, in der Affäre, dann irgendwann einen Bericht in der Welt, als Kießling in die Offensive geht, gleich Anfang Januar. Und da gab es einen kleinen Artikel, bei dem die Welt-Redakteure oder Journalisten dann eben Soldaten befragten, wie sie damit umgehen. Und das Interessante ist, dass unter 2 älteren Offizieren, Oberstleutnant, der eine sagte, also solange es im Dienst nicht stört, ist mir egal. Während der andere sagte, ja, wollen Sie, dass Ihr Sohn von einem schwulen Soldaten geführt wird? Und jüngere Soldaten, die befragt wurden, haben gesagt, es ist uns eigentlich vollkommen egal, ob der schwul ist oder nicht. Also in der Lebenswirklichkeit der 20-Jährigen spielte es 1984 eine immer weniger bedeutsame Rolle, während es bei Älteren immer noch irgendwo fest im Gedankengut verankert war. Ich sage es mal so, wer am 17. Mai Geburtstag hat, ist umgangssprachlich auf dem Land ein 175er. Und das war klar kodifiziert. Und bei der Bundeswehr ging es ja sogar noch so weit, dass also alle Bataillone Nummerierung hatten und Artilleriebataillone häufig mit der Endnummer 5, aber das in der Brigade 17, das also normalerweise 175 hätte heißen müssen, hieß dann eben von Anfang an 177. damit eben keine Diskriminierung der Soldaten dadurch stattfindet, dass dann irgendwann mal jemand über die Straße ruft, da laufen die 175er durch die Gegend. Also es ist in der Gesellschaft in einem nachlassenden Maße vorhanden, eher bei Älteren, und bei der Bundeswehr ist es eigentlich im normalen Empfinden, glaube ich, auch in den 80er Jahren schon relativ unbedeutend, weil durch diese ständige Durchmischung mit Wehrpflichtigen sich da auch gesellschaftliche Normen ein wenig verschieben. Ja, vielen Dank. Ich möchte zum Schluss nochmal auf unseren Kirchhof zurückkommen. Wir haben ja eben auch gerade zusammen das Grab von Kießling besucht, der bei uns auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof seine letzte Ruhe gefunden hat, verstorben 2009. Und dieses Grab ist das Familiengrab der Familie Kießling, deshalb ist er auch hier beigesetzt. Sein Vater ruht auf diesem Grab und seine Mutter und eine Nichte, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt da noch eine Geschichte, die ich am Schluss noch gerne hören möchte. General Kießling hat dieses Grab öfter besucht, also in der Zeit, wo Berlin noch geteilt war, wo es nicht so einfach war, als Bundeswehrangehöriger mit der Bahn. Und Kießling ist gerne Bahn gefahren und nicht geflogen, nach Berlin zu kommen. Und ja, vielleicht können Sie das weitererzählen, weil das finde ich interessant, weil das ist ein Zusammenhang, wo die Affäre sogar noch ein Teil in unseren Kirchhof spielt. Ja, in dem Moment, wie diese Affäre öffentlich wurde, durch die Berichterstattung in der Süddeutschen und weil sich immer mehr Zeitungen darauf stürzten, hat natürlich die Abteilung Personal, also ein bestimmtes Referat dort, dieses Disziplinarverfahren abgearbeitet. Und es gab da sehr viele, ich sage es jetzt mal so, Trittbrettfahrer, die sich wichtig machen wollten, die also irgendwie bei der Bundeswehr oder beim MAD unter einer damaligen einschlägigen Telefonnummer angerufen haben und den General Kießling da mit allem Möglichen in Verbindung brachten. Eine Sache war, dass also eine Anruferin dann meinte, er trüge eine Krawatte mit dem Symbol einer bekannten Berliner Schwulenbar im Bezirk Charlottenburg. Man hat sich dann überlegt, was für eine Krawatte könnte das sein oder wie sieht das Wappen aus. Dann hatte man auch vielleicht ein, zwei Bilder und hat dann festgestellt, nein, die Krawatte hatte er Anfang der 60er Jahre in Mönchengladbach im Hauptquartier der damaligen Northern Army Group der NATO gekauft, weil dieses Wikingerbeil auf dem Wappen halt einschlägig war. Das hatte mit der Schwulenkneipe nichts zu tun. Aber es kam dann eben auch die Frage auf, wieso der General Kießling überspitzt formuliert ständig nach Berlin fährt, was vordergründig sehr schnell zu erklären war, weil er sich eben um die Grabpflege seiner Eltern kümmerte, hier auf diesem Friedhof. Aber er hat dazu eben auch in den späteren Jahren als General immer wieder auch mal Decknamenausweise des Bundesnachrichtendienstes über eine kurze Zeit genutzt, weil er den zuständigen Referatsleiter im Ministerium für die Nachrichtendienste kannte und man ihm da irgendwann diesen Ausweis mal zur Verfügung gestellt hatte. Aber dieses Thema poppt dann im Zuge der Ermittlungen hoch nach dem Motto, der Kießling fährt nach Berlin, weil er dort sozusagen im homosexuellen Milieu ein bisschen diskreter auftreten kann oder man ihn nicht sofort erkennt, ist die eine Behauptung. Die anderen sagen, nein, ist da nur hingefahren wegen seiner Grabpflege. Und dann kommt wieder die nächste Frage, ja, wieso holt er sich denn dann Deckausweise des BND mit falschem Namen und so weiter? Oder wieso fliegt er nicht? Hier kommt jetzt im Grunde genommen, ich sage es mal so, etwas ganz Normales dazu, eben der Bezug zu seiner Heimatstadt und die Grabpflege bei den Eltern und dann die Marotte, dass er eben lieber mit der Bahn gefahren ist als mit dem Flieger, und nach Berlin musste man damals dann eben durch die ehemalige DDR fahren, und das wäre für einen hohen General der Bundeswehr nicht unbedingt günstig gewesen. Ich weiß nicht, was die Grenzpolizisten oder meinetwegen auch die Stasi mit einem General in der Bundeswehr, der einen Interzonenzug benutzt, macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber damals schossen alle Gerüchte ins Kraut, und also haben diejenigen, die Belastbares suchten, wirklich jeden Strohhalm gegriffen, obwohl dieser Strohhalm endlich ist und nichts dahinter steckt. Ja, das ist unglaublich, wie argumentiert wird, wie Geschichten da erfunden werden, nur um einen Fehler oder viele, viele Fehler zu kaschieren. Ja, wir kommen zum Ende unserer Veranstaltung und natürlich wollen wir das Buch, also aus dem Buch, aus dem Sie gelesen haben, das kann man natürlich auch erwerben und selber ganz durchlesen. Es ist unglaublich spannend. Es ist wirklich ein Krimi, obwohl es eine zeithistorische Situation beschreibt. Und das Buch ist erhältlich. Und wie läuft? Was kostet das Buch? Also das Buch ist erschienen im Christoph Links Verlag hier in Berlin im Jahr 2019. Es ist für 25 € als Hardcover-Ausgabe mit einigen Bildern erhältlich. Und ich sage es mal so, das ist ein Privatvergnügen von mir nebenbei, das nirgendwer groß gesponsert oder gefördert hat, also nicht meine Dienststelle. Das ist ein Privatvergnügen gewesen. Das kann man immer noch sehr gut bekommen. Ja, sehr großartig. Also Empfehlung, das Buch zu lesen in ganzer Gänze. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch. Und wie gesagt, wenn es die Zeit wieder ermöglicht, würde ich sehr gerne diese Veranstaltung dann auch mit Publikum und mit den Vertretern des Vereins nochmal live durchführen. Dies war ein erster Aufschlag. Meine Damen und Herren, wir werden weitermachen mit Livestreams aus der Kapelle. Einige unserer Veranstaltungen, auch eine Führung. Ich glaube, die Führung mit Claudia von Jolieu wird die nächste sein. Und wir werden die als Livestream machen und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.